Hey, ihr krassen Heizer, und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von BeamNG Drive. Und heute habe ich mal wieder eine Levelvorstellung für euch. Und ja, ihr könnt es ja schon lesen, wie sie heißt: Welcome to Ultimate Test Terrain Version 4.0. Ja, ist so eine kleine Map, da kann man so die ganzen Kisten mal so richtig krass durchtesten, wenn man dazu Bock hat. Ihr seht das hier schon, hier sind verschiedene Hindernisse aufgebaut. Nö, solche kleinen Bögen, wo man drüber fahren kann, ist ja noch nicht schlimm. Denn hier solche Sprungschanzen, die sind schon etwas schlimmer, wenn man die versucht nacheinander zu nehmen. Also das kann schon ganz schön hart ausgehen. Hier so kleine Sprungschanzen, mit denen man über so eine Röhre rüberfliegen kann. Ne? Hier kann man drüber fahren über die Röhre. Hier vorne unterschiedliche Höhen von Treppen, die man hoch und runter fahren kann. Ja, was die Scheiße hier... links neben mir jetzt soll, das weiß ich auch nicht so ganz. Wahrscheinlich ist das bloß die Zielführung, um die Sprungschanze da hinten zu treffen. Mit dem Ding da vorne, da können wir uns mal im Auto mal so richtig schön zerkrechen, was dann halt noch so links daneben ist. Ja, es gibt hier jede Menge zu entdecken und jede Menge Spaß. Und natürlich auch jede Menge kaputte Autos. Fahren wir mit unserem Allrad, nee, noch nicht mal Allrad, das ist ja ein Heckantrieb-Pickup hier los. Dann machen wir doch erstmal ein paar einfache Sachen, was jetzt noch nicht so krass ist. Wie zum Beispiel hier so einen schönen Fahrwerkstest, ne. Da sind wir gleich mal richtig beschissen reingefahren, da müssen wir nochmal zurück. So, hüpp, angebremst den Karren und dann jetzt auch mit Vollgas hier rein, mal richtig das Fahrwerk durchtesten und polter. Macht er ganz gut. Naja, ist ja auch ein Pickup, ist ja ein kleiner Offroad-Pickup, ne? Muss man ja einfach mal so sagen. Liegt ein bisschen höher, die Karre. Ja, machen wir nochmal noch einen anderen Fahrwerkstest. Machen wir nochmal den daneben gleich. Der sieht dann schon ein bisschen holpriger aus. Da ist das nicht mehr so simpel rüberzukommen. Aber bevor wir den nehmen... Nehmen wir mal den Fahrwerkstest hier ganz rechts. So, den hier. Der ist schon extravaganter. Gibt es einmal die schmale Version. Da kommen wir relativ gut rüber. Das ist kein Problem. Jawohl, schön geschafft. Und dann drehen wir mal nach rechts weg. Übrigens, so diese ganze Map ist auch in so einem schönen, so, in einer schönen Vegetation reingebaut worden. Ne? Sieht so ein bisschen aus wie der Garten Eden so. Ne? Ganz lecker. So stelle ich mir den Himmel vor. Eine kleine Fahrstrecke. Alles ein bisschen grün. Und ich kann dann mit meinem fetten Pickup einfach mal so rumheizen. Und ja, die Kisten kaputt fahren. Und dann brauche ich bloß mir eine neue Karre wünschen. Und schon flups ist sie da. Das wäre natürlich echt geil. So, hier sehen wir es jetzt. Da hat die Karre schon gar keine Chance mehr bei diesem Fahrwerkstest. Da bleibt er gnadenlos stecken. Braucht man halt ein bisschen was Höheres, ne? Gehen wir mal hier wieder nach links rum. Dann nehmen wir nochmal den groben Fahrwerkstest hier. Der ist ja echt übel. Junge, so eine fetten Hügel. Oh, weia, da fliegen wir gleich richtig los. Und da macht es auch gleich richtig kavum. So, mal gucken, ob wir hier überhaupt noch weiter rüberkommen. Ne, das können wir schon komplett vergessen. Da bleibt der Karren stecken. Ich versuch's mal etwas langsamer. Vielleicht schafft die Karre das dann ja. Und ansonsten müssen wir uns endlich mal ein Allradfahrzeug nehmen. Ein Allradfahrzeug ist ja so für Gelände immer besser. Bleibt man nicht so schnell mit stecken. So, hier rüber. Jawohl, sieht noch ganz gut aus. Kiste rollt. Ja, hier rüber geht auch noch. Jetzt wird es aber schon langsam ein bisschen kritisch. Da kommt er schon. Ja, da war's das denn auch schon, weil einfach mal kein Allrad, sondern nur Heckantrieb vorhanden ist, ne? Bleiben wir hier stecken. Na gut, Freunde, wir lassen uns durch so eine Scheiße natürlich jetzt aber nicht ins Boxhorn jagen. Das könnt ihr vergessen. Wir drehen nochmal um, visieren die Misskarre hier nochmal an, beziehungsweise die Missstrecke. So, hier, zack. Dann nochmal zurück, ein bisschen Anlauf holen. Also, da brauchen wir eigentlich gar nicht. Dann drücken wir nochmal Steuerung E. So, Steuerung E, ganz genau. Und dann besorgen wir uns doch mal eine richtige Allradkiste. 4WD Offroad Custom Manual. 4WD Offroad Manual. Ja, Farbe gefällt mir auch sehr schön. Machen wir mal ein Replace. So, genau. Und jetzt visieren wir nochmal die Scheißstrecke hier an. Und dann geht's jetzt mit dem Allrad da drüber. Und mit einem V8, ja, der macht doch das. Ja, da hat es leicht geknallt, das ist aber nicht schlimm. Auch wenn es jetzt nochmal leicht knallt, ist das nicht schlimm. Unser 8-Zylinder mit Allrad, der schafft das hier. Guck mal, wie der da rüberfliegt. Ja, da kann man mal sehen, welche gravierenden Unterschiede doch noch zwischen Henk-Frontantrieb und Allrad herrschen, ne? Also der Allrad, der ist dann doch die eindeutig bessere Wahl. Wenn ihr jetzt so denkt, so, naja, aber wir fahren ja mit unseren Autos nicht so eine Pisten lang. Ja, pass auf, Freunde, pass auf. Alleine im Winter, wenn Schnee liegt, ist so ein Allrad genital. Das ist einfach so. Ihr könnt mit der Karre über den Schnee einfach mal mit 80, 100 drüber bügeln. Die Kiste rutscht fast gar nicht mit Allrad. Das ist völlig genial. Das ist einfach nur herrlich. Gut, machen wir mal einen Respawn, reparieren wir mal die Kiste. Und dann würde ich mal sagen, fahren wir doch einfach mal die Bogenstrecke. Beziehungsweise, was ist das hier eigentlich für ein Scheiß? Das will ich doch jetzt auch mal ausprobieren.
Ich nehme mal ein bisschen Anlauf. So, hier drüben. Schön mit dem Anker rum. Ja. Da soll ich dann einfach so drüber fahren, oder was? Ja, gut. Machen wir es mal. Hier, mal Gas. Aber, ich wollte gerade sagen, alles nicht schlimm, bis auf den letzten Meter. Da hat es unseren Allrad dann so leicht verkeilt. Naja, zum Glück haben wir eine R-Taste und können wir von vorne beginnen. Jetzt möchte ich doch auch mal diese Bögen fahren. Ich denke mal, das wird auch noch relativ simpel sein, da lang zu kommen. Ja, hier vorne sind sie. Da müssen wir, denke ich, auch mal auch einfach nur ganz locker mal hochfahren. So, dann fahren wir wieder rum. Dann fahren wir ganz locker wieder hoch und dann geht's wieder runter und dann wieder hoch. Ja, wie eine Achterbahn mit Auto halt, ne? Muss man ein bisschen vorsichtig sein. Stellenweise ist das hier echt steil. Also man darf nicht zu schnell runterfallen. Also das passiert nämlich genau das. Dann liegt man auf dem Dach. Naja, auch eine gefährliche Aktion. Ohne Frage. Was auch noch richtig lustig ist, hier vorne, hier haben wir einen richtigen Offroad-Test. Hier geht's nämlich durch den Modder durch und ganz schön hohe Berge hoch. Wenn wir jetzt hier mal so lang heizen, da fließt schon mal kräftig der Modder. Das gefällt mir ja immer. Wieder so ein kleiner Match-Racer-Freak. Und jetzt fahren wir hier den Berg hinauf. Und der geht da drüben auch wieder runter. Und da müssen wir wieder aufpassen, nicht, dass wir hier umkippen. Das ist immer mit viel Vorsicht alles zu genießen. Da so ein Pickup ja auch vorne mehr Last hat wie hinten, wenn da einfach mal nichts drauf ist. Und das ist natürlich ein bisschen scheiße. Vielleicht sollten wir uns auch einen anderen Allroader nehmen. Wir können ja hier den Pickup mit Aufbau nehmen. Ja, so, wunderbar geschafft. Aber gar nicht so einfach die Strecke. Und jetzt gucken wir uns das Ganze doch nochmal mit einem Offroad-Fahrzeug an, wie wir hier vorne den Suspension-Test machen. Mal gucken, wie gut der abschneidet. Hier ist ja unser Mensch, Junge, wozu hast du Allrad, wenn du trotzdem radierst? Sag mal, bist du scheiße, was? Na gut, auf dem Gras, da kann das mal passieren. So, jetzt aber hier rum. Und jetzt machen wir den Test nochmal. Ja, und da sehen wir das schon. Der Allrad, der springt zwar auch hin und her wie ein Flummi, aber wenn es dann nicht gerade die Antriebsachse erwischt, dann kommt er da definitiv besser klar. Was haben wir denn noch für schöne Sachen, die wir hier befahren können? Ja, hier vorne, hier haben wir nochmal so eine schmalen Treppen, die wir hochfahren können. Das sind noch die schmalen Treppen, das ist relativ simpel. Da können wir, da können wir einfach mal so mit Vollgas hochfahren, ne? So, ja, oben angekommen dann. Ich sagte, oben dann angekommen. Jawohl, da sind wir dann oben angekommen. Und dann können wir hier auch so die etwas steilere Treppe wieder runterfahren. So, Peter, springen, Peter. Machen wir mal R und dann versuchen wir nochmal die steile Treppe hochzufahren. Also letztes Mal hat das relativ gut funktioniert. Wollen wir nochmal schauen, ob es diesmal unser Kern hier auch noch hinkriegt. Ja, da werden wir gleich wieder zurückgesnatcht. Aber jetzt haben wir eingeschnippelt. Jetzt geht's die Treppe hinauf. Oder auch nicht. Da muss ich nochmal ein bisschen einlenken hier. Immer etwas schräg halten, die Bude. Ah, ja, nun los hier, du Dreckskern, du musst, ich sag mal, gibt's doch wohl ja nicht. Du aber hoch hier, du. Willst du mich verarschen, oder was? Meine Fresse, hat doch stärkere Probleme als vorher gedacht. Oh, Mann, du, aber jetzt, aber mit Gas. Oh, Leute, ist das, aber hier eben mehr Krampf als Kampf. Junge. Meine Fresse. Schlimm. Naja, fahren wir mal die andere Seite mal wieder runter. Hier so die flache Treppe. Kein Thema, macht er gerne mit. Dann drücken wir nochmal Respawn. Jetzt haben wir hier vorne natürlich noch ein paar kleine Sprungschanzen, die wir springen können. Aber das kennen wir ja schon, das ist ja nichts Neues, eine Sprungschanze. Hier, hui. Patsch. Nochmal mal drüber geflogen. Fährt der Korn noch? Ja, das ist mal so ein richtig schöner Allrad-Pickup. Nicht schlecht. Dann haben wir hier noch eine etwas schonendere Variante, um über die Röhre zu kommen mit dem Auto. Da können wir hier diesen Bogen fahren. Ganz lustige Angelegenheit. Dürfen wir oben nur nicht so viel Gas geben. Nicht, dass die Karre springt. Und ja, dann rollt er hier ganz lässig wieder runter. Und wir sind auch über die Röhre drüber. Hier drüben haben wir auch so leichte Sprungeinlagen. Aber alles nichts Besonderes. Was noch lustig ist, hier vorne können wir ein Looping fahren. Das ist auch mal so schön blau beleuchtet. Aber das ist erstmal gar nicht so einfach, da man vom Gras aus Stoff gibt. Ich drücke jetzt mal Steuerung R, dass ich jetzt mal wieder komplett neu hierher fahren muss, da es ja durchaus vorkommen kann, dass ich den Looping verkacke. So, jetzt brauchen wir aber noch hundertprozentig mehr Anlauf, das reicht so noch nicht. Ja, mal ein bisschen zurück und bremsen. So, kann man fixieren. Ja, aber ey, da vorne ist ja Looping. Jetzt Gas gegeben, nur nicht so viel einlenken hier auf dem Gras, ansonsten rutschen wir weg. Ja, so ein bisschen schräg ist das schon gar nicht so verkehrt. Dann fahren wir den auch gleich richtig rum. Ja, sieht super aus. Sieht erstklassig aus. Schönes Ding. Wunderbar. Ein Looping geheizt. Was auch schön ist, so auf Gras, da kann man nicht umkippen, ne? Habe ich euch schon mal erklärt, auf dem nassen Gras.
wenn ihr ein Auto habt, ne, könnt ihr genau sowas hier machen. Besonders geil mit einem Heckantrieb halt. Einfach Gas geben, den Handanker angezogen lassen, dann dreht sich das wie ein Karussell. Oder ihr fahrt einfach volle Kanone auf das Gras hinauf, gebt da so richtig schön Stoff, ne? Und zieht dann den Handanker an und schon dreht sich euer Auto dann so richtig schön gleitend hin und her. Der kippt nicht um, da braucht ihr keine Angst haben, außer so eine trockene Stelle, dann müsst ihr Angst haben. Weil ab dem Moment kippt dann euer Auto um. So, gucken wir mal, was gibt's hier noch so für feine Sachen. Looping sind wir schon hier vorne. Hier haben wir noch kleine Sprungschanzen, die wir springen können. Ab und zu mal in die Landschaft auch reingeworfen, ein paar Sprungschanzen. Was natürlich an sich nicht viel bringt, ne, weil mehr wie springen tut das Auto da nicht. Hier ist es ganz interessant, mit der richtigen Geschwindigkeit rübergesprungen, fällt man nicht ins Loch. Und ja, trifft auch hinten nicht mit der Schnauze auf. Aber man muss halt die richtige Geschwindigkeit haben. Dann haben wir hier vorne noch so einen richtig fetten Turm. Der ist sehr interessant, muss ich sagen. Der ist echt sehr interessant. Da fahren wir jetzt mal hin. Und dann schauen wir mal, was man da so alles für fiese Sachen machen kann. Ja, hier seht ihr schon, hier gibt es böse Sprungschanzen. Böse Sprungschanzen sind immer cool. So, bremsen wir mal hier an. So, hier kurz rüber. Klatsch, klatsch. Dann drücken wir mal STRG R, machen nochmal sozusagen den Respawn, fahren erstmal hier die Sprungschanze hoch und dann zeige ich euch mal was. Dass ihr heute nämlich so richtig drauf hat. Zeige ich euch mal. So, ja, voll hier rumme. Und da vorne haben wir jetzt eine Sprungschanze und wenn wir die richtig nehmen, dann können wir genau durch den Ring da vorne durchspringen. Das ist natürlich geil, wenn der Ring jetzt noch brennen würde, dann wäre das richtig korrekt. So, ich gebe mal Stoff und jawoll, genau durchgesprungen und auch noch erst, naja, okay, zweitklassig gelandet. Oha, die Karre ist breit, gut, drücken wir mal R. Und dann gibt es ja hier auf der rechten Seite, wo wir uns jetzt gerade auch befinden, noch eine Sprungschanze und da muss man durch so einen kleinen Kreis durchspringen. Auch mal ja, nicht so einfach, das kann ich euch sagen, das ist nur was für richtige BeamNG-Experten, so wie den Hötti. So, fahren wir mal hier hin. Jawohl, da vorne ist der kleine Kranz. Gehen wir mal Stoff. Wollen wir sehen, ob wir den treffen. Oh, yes, und Feuer. Oh, schönes Ding. Genau durch. Und, naja, eine etwas bessere Landung wie beim letzten Mal. Aber, ah, letztendlich hat es den Kern dann trotzdem wieder zerpflückt. Schade eigentlich. Gut, gehen wir hier nochmal Stoff. Fahren wir nochmal die Sprungschanze hoch. Da gibt es ja noch ganz andere schöne Aktionen, die man hier machen kann. Ne? Dazu müssen wir allerdings erstmal den Turm richtig hinaufformen. Beziehungsweise, ich guck mal hier rüber, was gibt's hier eigentlich Schönes? Was kann man hier machen? Ah, hier können wir mit der Sprungschanze gleich durch drei Ringe durchspringen, wenn wir die richtige Geschwindigkeit haben. Ja, das ist doch eine Herausforderung. Aha. Ich wollte gerade sagen, ja, das ist doch eine Herausforderung für den BeamNG-Experten heute hier. Und da liege ich auch schon um. Na, fiese Scheiße, das müssen wir gleich nochmal probieren. Da müssen wir nämlich richtig, richtig schön langsam rauffahren. Auf die Chance, um halt nicht im Endeffekt umzukippen. So, an die Brems, hier rüber, rum. Und ich drücke zur Sicherheit nochmal STRG R. Ja, und da steht die Karre natürlich wieder genau falsch rum. Jetzt müssen wir den ganzen Scheiß nochmal neu machen. Hier rum. Junge, jetzt komm, jetzt mal hier nochmal lang. Anbremsen, nicht runterfallen. So, jetzt mal genau gucken. Ja, jetzt haben wir eine. So, langsam. Ja, aber jetzt sind wir an der Sprungschanze drauf. Jetzt müssen wir auch hier weitig Gas geben, damit wir auch ordentlich fliegen. Und da fliegen wir. Eins, zwei. Und den dritten schaffen wir auch noch. Den dritten schaffen wir auch. Ja, ohne anzuschnippeln. Ja, sowas Geiles. Perfekt. Durchgeflogen. Jawohl, der BeamNG heute, der hat es einfach mal drauf. Gibt es hier noch andere Sachen? Da vorne ist auch nochmal so eine Sprungschanze. Gucken wir mal mit der Kamera, was es da so Feines gibt. Ja, da können wir irgendwie einfach nur runterfahren und gegen die Wand fahren. Nee, ja, warum nicht? Ist ja auch nicht verkehrt, ne? Ah, das wäre jetzt auch hier ein schönes Szenario für die Crash-Challenge, die mir Rainbow Play mal vorgeschlagen hat. Und zwar einfach eine Sprungschanze runterballern. Dann muss hier vorne ein Auto stehen. Wir haben hier jetzt richtig schön Gas. Und dann volle Kanone rein in die Kiste, sodass sie richtig schön zum Mann schürt. Ja, das können wir natürlich nochmal machen. Ich denke mal, hier wird die nächste Crash-Challenge von mir entstehen. So, Freunde, aber jetzt wollen wir natürlich mal den Turm hier hochfahren. Das ist natürlich auch nicht so eine einfache Aufgabe. Da braucht man viel Geschick für, um da richtig hochzukommen. So, zack, jawohl. Hier rum. Angeklatscht. So, links herum. Ah, du, komm hier, Dreckskaum. Zieh an. So, abgebremst, rumgelenkt. Voll, so schön passt jetzt hier links rum.
ist alles ein bisschen eng gebaut. Wahrscheinlich sollte man ja eher mit einem Motorrad hochfahren und nicht mit so einem fetten Pickup. Aber ist ja, Stunt-Driver, der macht das schon. So, jetzt haben wir es ja schon fast geschafft. Hier vorne könnten wir auch rausfahren, wenn wir das möchten. Aber ich glaube, das bringt relativ wenig. Außer, dass wir ziemlich tief fallen werden. Ich gucke einfach mal. Ja, da ist so gut wie nichts. Das ist totaler Quatsch. Na gut. Hier die Schanze hinauf. Nicht so schnell, nicht, dass wir hinten gleich wieder runterfallen. So, jetzt sind wir oben. Ich suche mal ein bisschen raus. Und da seht ihr hier so eine gigantische Schanze, die man runterballern kann. Links wie rechts. Guckt euch das mal an. Ist das eine fiese Scheiße? Ja, da kann man hier runter pfeifen und dann natürlich völlig kann nur die Sprungschanze da vorne nehmen und gegen die Wand zerschmettern. Das drücke ich mal Steuerung R jetzt auch, da wir wahrscheinlich ziemlich oft hier irgendwo zerschmettern werden. Und hier drüben kann man dann auch eine Sprungschanze nehmen und versuchen, über die komplette Wand rüber zu springen, beziehungsweise vorne in der Mitte wieder reinzukommen. Ne? Schöne Sache, ganz interessant. Wir gucken jetzt erstmal hier von dieser Position aus gesehen nach rechts und wir brauchen die mittlere Spur. Also hier vorne müssen wir runterfahren. Genau hier. So, drücken wir nochmal Steuerung R. Dann gucken wir doch mal, ob das alles klappt. Langsam, 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 langsam. Genau, wir müssen auf die Piste rauf. Und jetzt mit Schwung, Alter. Wenn scheiße, dann mit Schwung und da fliegt er. Naja, naja. Er ist halt nicht der Schnellste. So richtig an der Wand ist er nicht so schädlich. Wir probieren mal was anderes. Nehmen wir mal Steuerung I. Und dann nehmen wir uns mal den 390er GTR. So, jetzt schön langsam runterkommen mit dem Teil. Jawohl, angeschnippelt hat er. Jetzt Gas geben. Gucken, dass der gerade bleibt, dass er nicht wieder ausbricht. Sieht sehr gut aus. Ja, mit 195 geht's dann los. Aber, ach, auch der macht da nicht den richtigen Wandzerscheller eigentlich schade. Vielleicht schafft's ja die Viper. Wir wechseln mal auf die... Ach, Viper sag ich jetzt schon. Blödsinn, Blödsinn, Blödsinn. Ich habe mir doch keine Viper runtergeladen gehabt. Ich hatte mir doch eine Chevrolet Corvette 5 runtergeladen, ganz genau. Replace. So, das Ding, das war ja noch ein bisschen schneller wie der Ferrari-Verschnitt. Jawohl, jetzt sind wir hier unten. Jetzt können wir kräftig Gas geben, auf dem schwarzen Balken draufbleiben. Dann treffen wir unsere Sprungschanze. Und mit 160 fliegt er dann los. Aber ach, auch nicht viel besser wie der Ferrari-Verschnitt im Endeffekt. Naja, okay, lassen wir die ganze Aktion hier. Suchen wir uns mal wieder einen Offroader aus. Ach, beziehungsweise, was will ich jetzt mit einem Offroader? Ist doch ganz cool, ist doch ganz cool. Wir müssen doch nur jetzt hier kurz mal drehen. Da vorne die kleine Schräge runterfahren. Wenn ich sie jetzt mal hier ins Visier kriege, da habe ich sie jetzt. Und dann fahren wir nämlich hier den Berg hinunter und springen direkt da vorne in... Ja, das Feldschlösschen rein, beziehungsweise das Türschirm vom Feldschlösschen. So sieht es nämlich aus. So, jawohl, oh, ich glaube, das ist verkehrt. Und jawohl, da fliegt er. Oh, über die erste Schanze rüber. Hier müssen wir jetzt gut aufkommen. Naja, gut aufkommen war da nicht so ganz. Aber immerhin, die Richtung hat schon mal gestimmt. Also das wäre definitiv erstmal das Feldschlösschen gewesen. Versuchen wir es doch einfach nochmal. So, hier rum, dann bleiben wir mal ein bisschen weiter links, dann müssen wir eigentlich relativ gut die Mitte treffen. Ziehe ich so schnell runter und jetzt haben wir mit richtig Vollgas. Oh, jawohl. Oh, ja, wir kommen leider immer wieder falsch auf. Schade, schade, schade. Da können wir natürlich im Endeffekt die Sprungschanze nicht so optimal nehmen. Vielleicht sollten wir mal ein anderes Fahrzeug probieren. Die Corvette scheint da nicht optimal für zu sein. Ich drehe nochmal hier nach links. So, angebremst den Kern. Steuerung E, Steuerung E. Scheißspiel. Und dann nehmen wir mal den 390 GTR. Mal gucken, wie gut der so fliegt. Ja, jetzt steht er natürlich schon wieder verkehrt rum. Ach, verdammte Achse. So, Rumme, Junge. Leute, hat der einen Wendekreis und er leckt mir doch die Koronnes. Hat der eigentlich so eine hässliche Farbe jetzt gerade, nicht so ein schnickes Rot. So, jetzt geben wir hier Stoff und ja, da bricht er auch gleich wieder aus, der Dreckskornal. Mann, ey. Gut, nochmal. Ich hoffe mal, diesmal bricht er dann nicht aus. Gib mal ein bisschen später einfach Gas. Naja, bricht genauso aus. Ach, die Kiste ist einfach mal nur das Letzte. Ein Ausbrecherfahrzeug vom Feinsten. Das sah jetzt beide so aus, als ob uns das Navi aus der Kiste rausgefallen ist, aber ich glaube, das war einfach nur der Scheinwerfer von vorne. Genau, der ist rausgeflogen. Naja, unser Rad ist auch weg.
tut der Kiste einfach nur Gerechtigkeit dafür, dass sie so scheiße ist. Verdammt doch mal. So, jetzt aber hier langsam an die Bremse. Oh, jawohl, jawohl, jawohl. Ich gebe jetzt... Oh, du kannst kein Gas geben, Alter. Man darf echt kein Gas geben mit dem Korn. Aber trotzdem reicht das aus, dass er eigentlich schon über die Schanze rüberfliegt. Ui. Ah, naja. So richtig hundertprozentig haben wir das Feldschlüssel nicht getroffen. Ich mache nochmal einen Versuch. Sehen, ob es diesmal was wird. Oh, oh, scheiße. Hier geht es ja schon bergab. Ah! So, die Richtung müsste ganz gut sein. Das müsste passen. Jawohl, jetzt von hier aus Stoff gegeben und rübergesprungen. Feldschlösschen, ich komme. Naja. Na, du. Na, komm schon, Junge, bewegst du in den Schatten rein. Na, oh. Auch kein Treffer in das Feldschlösschen hinein. Na gut, lassen wir es einfach. Ist mir jetzt langsam aber sicher ein bisschen zu blöde. Naja, ansonsten können wir natürlich noch schön nice hier von dem Turm runterspringen. Hier vorne am Geländer zerschellen, nochmal hin und her fliegen ein Stückchen, dann gegen die Wand gehen und schön weiter hier die Sprungschanze runterrutschen. Macht ja auch Fun, ne? Ich drücke jetzt mal Steuerung R und mache mir das einfach mal so ein neues Auto. Weil ich möchte ja... Oh, wir haben schon 21 Minuten rum. Huch, 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 so lange spiele ich hier schon. Na, das geht natürlich nicht. Da müssen wir jetzt nochmal einen kurzen Cut machen, Freunde. Und ich sag mal, dann machen wir einfach einen Zweiteiler draußen. Stelle ich euch mal die andere Hälfte von der Map nochmal vor. So, Freunde, wie immer euch nicht freuen. Wenn es euch gefallen hat und wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet, über ein Like und ein Abo tue ich mich immer riesig freuen. Bis zum nächsten Mal. Habt eine schöne Zeit und ciao.